Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden unsere Veranstaltung pünktlich weiterführen zu dem deutschsprachigen Teil heute Nachmittag. Ich glaube, es sind noch einige neu dazugekommen, das freut uns sehr. Es gab vorhin auch Programme, die noch hinten auslagen. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist. Ich erkläre noch mal ganz kurz das Programm von heute Nachmittag. Nachdem wir heute Vormittag die englischsprachige Sitzung mit empirischen Erkenntnissen aus verschiedenen Ländern hatten, Oregon, Niederlande, Belgien, Schweiz, Deutschland, geht es jetzt eigentlich um die ethischen, rechtlichen, normativen Fragen, auch die politische Regelung in Deutschland. Und wir werden zuerst Pro-Kontra-Debatten haben. Das sind drei Debatten, zunächst sozusagen im Kontext des Rechtes und dann aus Sicht der Ethik und schließlich aus Sicht der Medizin. Und wir haben versucht, immer zwei Redner und Diskutanten einzuladen, die unterschiedliche Positionen haben. Freilich kann man nicht das gesamte Spektrum abdecken, aber insgesamt, glaube ich, im Laufe des ganzen Tages werden verschiedene Stimmen hörbar sein. Wir haben das so gedacht, dass wir jetzt eine halbe Stunde diese Pro-Kontra-Debatte haben auf dem Podium mit kurzen Eingangsstatements. Danach kommt die Pro-Kontra-Debatte zur Ethik, die dann sozusagen wiederum moderiert wird von Herrn Borasio. Und dann kommt die Pro-Kontra-Debatte zur Medizin. Und nach diesen drei Debatten haben Sie die Möglichkeit, wirklich in einer halben Stunde, also in einer längeren Diskussion, Ihre Fragen zu bringen, Ihre Kommentare, sich einzumischen in die Diskussion. Dann begrüße ich jetzt die beiden Juristen. Ich bin kein Jurist, aber ich moderiere nur. Oliver Tollmein ist Rechtsanwalt in Hamburg und tätig im Bereich des Sozialrechts, des Behindertenrechts, Strafrecht, Medizinrecht. Er war, glaube ich, auch vor dem Jurastudium schon als Journalist tätig, ist immer noch als Journalist tätig, schreibt regelmäßig für die FAZ und sie haben auch einen eigenen Blog, den ich gelegentlich verfolge. Seine Position, wenn ich das richtig sehe, ist eher sozusagen diejenige, die etwa warnt vor einer zu offenen oder liberalen Regelung, aber wir werden es genau sehen. Jochen Taupitz zu meiner Linken ist Professor, Lehrstuhlinhaber für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Mannheim. War auch früher mal Richter am OLG Karlsruhe, habe ich gesehen. Er ist aktuell Direktor des dortigen Instituts für Medizinrecht, Gesundheitsrecht, Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim und in verschiedenen Gremien tätig. Daher kennen Sie ihn vielleicht über den Ethikrat, wo er stellvertretender Vorsitzender ist, oder die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer oder die Leopoldina. Und er ist einer der eben auch Autoren dieses Gesetzesentwurfs und der Organisatoren der Tagung. Und jetzt gehen wir so vor, wie im Programm geplant, mit kurzen Eingangsstatements und danach werden wir die Diskussion anschließen. Dann bitte ich Oliver Tollmein mit dem ersten Statement. Ja, vielen Dank für die Wunderbar. Auch die abweichenden Meinungen bekommen hier ein gutes Mikrofon im zweiten Anlauf. So, das war natürlich eine Bösartigkeit, ganz unsachlich. Ich bitte für Entschuldigung. Möchte mich so dann aber gleich ein wenig kritisch zur Fragestellung dieses Abschnittes hier äußern. Selbstbestimmung zum Sterben, Fürsorge zum Leben. Das ist ja in der Diskussion, wie wir sie erleben, eine gängige Koppelung. Selbstbestimmung wird mit Sterben konnotiert, Leben mit Fürsorge. Ich halte das für eine falsche Konnotation. Ich beharre sehr darauf, dass Leben sehr viel mit Selbstbestimmung und Selbstbestimmungsrecht zu tun hat, auch mit Freiheitsrechten, dass die Regulierung des Sterbens dagegen durchaus auch fürsorgliche und die Deregulierung des Sterbens auch fürsorgliche paternalistische Motive haben kann. Man sieht das immer ein bisschen in den
Abschnitten der jeweiligen Gesetzentwürfe, die hier verhandelt werden, wo Missbrauch verhindert werden soll, wo natürlich auch Einschränkungen stattfinden. Und man sich überlegt, warum finden die denn statt? Weil man eben hier bestimmte Menschen schützen und beschützen will und das offensichtlich für notwendig hält. Da das jetzt sehr kurz ist, will ich thesenartig bleiben. Es ist nicht möglich, diese Position hier in aller Breite differenziert auszutragen. Mir ist wichtig festzustellen, dass in dieser Diskussion wir nicht über den Suizid streiten, dessen Legitimität, sondern über verschiedene Formen der Beihilfe zum Suizid. Ich gehe davon aus, dass der Suizid durch eine Beihilfe zu einem sozialen Akt wird, zu einem gesellschaftlichen Akt. Der verändert den Suizid grundsätzlich. Es ist nicht mehr der Unglücksfall, nicht mehr die völlig freie, zurückgenommene Entscheidung eines Einzelnen, wie Jean Amarisi beispielsweise im Diskurs über den Freitod formuliert hat. Es ist eine, die mit einem Einverständnis rechnen kann und rechnen will, einem gesellschaftlichen Einverständnis, das damit auch ein Signal aussendet und eine Antwort gibt, nämlich eine Bewertung des Wunsches zu sterben. Und diese Bewertung des Wunsches hat für den Empfänger Bedeutung. Das müssen wir berücksichtigen. Die Regelungen für die Beihilfe zum Suizid, die den Suizid unter bestimmten Bedingungen zulassen, die ihn damit institutionalisieren, also das gilt insbesondere, aber nicht nur für den ärztlich unterstützten Suizid, die transportieren damit auch ein Signal der Gesellschaft. Sie diskriminieren, erstmal im ganz neutralen Sinne, sie machen nämlich einen Unterschied. Ein Unterschied zwischen den Menschen, bei denen diese Voraussetzungen erfüllt sind und bei den Menschen, bei denen diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Bei den einen ist das Weiterleben gewünscht, jedenfalls wird nicht akzeptiert, dass es unterbunden werden soll, bei den anderen eben nicht. Es geht hier um eine Wertentscheidung, dass diese Lebenswertentscheidung, ich weiß, dass der Begriff viele ärgern wird und dass sie ihn möglicherweise unsachlich finden werden, aber es ist eine Lebenswertentscheidung, dass die damit gekoppelt ist, dass man sagt, naja, das ist ein intrinsischer Wert. Das ändert nichts daran, dass es eine Wertentscheidung ist, die letzten Endes auch nur darüber funktioniert, dass es ein gewisses Einverständnis in der Gesellschaft gibt. Ein Einverständnis, dass man unter diesen bestimmten dort formulierten Bedingungen eben mit ganz guten Gründen möglicherweise nicht mehr leben kann, ja, und nicht mehr leben möchte. Wir haben hier aber eben eine normative Wertentscheidung, wenn wir das so machen, und das ist problematisch. Das gilt in besonderem Maße, wenn die Gesellschaft die Beihilfe zum Suizid zu einer ärztlichen Aufgabe erklären will. Denn der Arzt gilt dann nicht nur als ein Fachmann für eine fachgerechte, schmerz- und qualfreie Suizidbeihilfe, sondern natürlich auch für die Beurteilung des zugrunde liegenden Zustandes, also für die Suizidbeihilfe als Indikation. Und angesichts der in allen mir bekannten Regelungen enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe, die dort ausgelegt werden müssen, und zwar ausgelegt werden müssen dann von dem Arzt, der sich damit befasst und der sagt, ja, in diesem Fall Suizidbeihilfe ganz okay, ist es eine problematische Entwicklung. Es ist auch deswegen eine problematische Entwicklung, weil wir in einer Gesellschaft leben, deren System medizinischer und pflegerischer Versorgung von schwerkranken und chronisch kranken Menschen erhebliche Defizite aufweist, die im Übrigen auch durch das an sich begrüßenswerte Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung jetzt keinesfalls suspendiert werden. Ich möchte hier nur die Pflege in stationären Einrichtungen erwähnen, den Kostendruck für Einrichtungen und für Versorgte, die Problematik der Behandlung von Patienten im Off-Label-Use. Das heißt, wir haben hier Menschen, die schlecht versorgt werden und bei denen wir über die Frage diskutieren, ist ein Sterbewunsch okay? Ja, das ist meines Erachtens problematisch. Ergänzend ist festzustellen, dass der gesellschaftliche Blick und die gesellschaftlichen Verhältnisse, Lebenszustände bestimmter Art, Leben mit Demenzen, mit einem hohen Grad von Pflegebedürftigkeit, mit schweren Behinderungen und chronischen Erkrankungen als problematisch sehen. Die Gesellschaft sieht das als Last für die Betroffenen und auch als Last für sich. Die Bereitschaft, hier tätig zu werden, das zu ändern, die ist dagegen relativ gering ausgeprägt. Die säkulare Gesellschaft hat auch ihre Glaubenssätze und ihre Götter. Prägte früher die feste Überzeugung, das Leben sei ein Geschenk Gottes, die Rechtsordnung und die gesellschaftlichen Verhaltensnormen, entwickelt sich heute die Vorstellung, man müsse, das war sozusagen für mich der erhellendste Beitrag heute Morgen in der empirischen Debatte von
Frau Professor Ganzini, prägt heute die Erwartung, die Vorstellung, man müsse bis zuletzt Kapitän auf dem eigenen Boot sein können. Oder wenn man das ganze Leben lang im Fahrersitz gesessen hat, dann darf man das Steuer auch am Lebensende in der Hand behalten. Es ist kein Zufall, dass das hier Grundvorstellungen aus dem Leben, der Mobilität, des schnellen Wechsels von einem Ort zum anderen sind, die hier eine wichtige Rolle spielen. Darauf kann man in zweierlei Hinsicht reagieren. Man kann sagen, ja, das ist richtig. So sollen Fahrer sein, bis zuletzt mobil und mit dem Steuer in der Hand. Und Kapitäne wollen wir auch alle sein. Man könnte aber auch sagen, das ist möglicherweise eine Fehlvorstellung. Das ist eine Fehlvorstellung, die Gesellschaft muss und sollte daran arbeiten, dass diese Fehlvorstellungen beseitigt werden. Dass man sagt, nicht jetzt machen wir den Suizid und institutionell den Suizid, damit die Leute mit dieser Fehlvorstellung, mit dieser Vorstellung sich auch ihrem Leben ein Ende setzen können, sondern man könnte auch sagen, wir wollen diskutieren und klären und weiterentwickeln, warum das eigentlich so ist. Werden die Ärzte hier in diesen Konzepten als die wesentliche Instanz genommen, die sozusagen formal überprüft, ob man weiter Kapitän auf dem Boot sein darf und das Steuer in der Hand behalten darf, dann werden sie paradoxerweise in der säkularen Gesellschaft wieder zu Halbgöttern entweist, über Leben und Tod entscheiden können. Wenn sie es auch vorerst, zumindest in den deutschen Modellen, nicht selbst herbeiführen und wenn natürlich auch Halbgötter ein unzutreffender Begriff ist, denn sie werden in einer solchen technokratischen, auf Selbstoptimierung zielenden Welt allenfalls machtvolle Gutachter. Aber das werden sie. Sie werden an Einfluss und an Position gewinnen. Deswegen kann es sein und deswegen sehe ich es so, dass geschäftsmäßige Suizidbeihilfe zu verbieten und die ärztliche Suizidbeihilfe nicht so zu regeln, dass sie zu einem Normalfall werden kann, dass sie gesellschaftlich akzeptiert wird als etwas, was man guten Gewissens machen kann, das eröffnet meines Erachtens Freiheitsräume. Freiheitsräume, nämlich mit dem Leben am Ende anders umzugehen, es anders gestalten zu müssen, andere Situationen dort schaffen zu können. Dafür muss die Gesellschaft aber etwas tun. Ein Strafgesetz, eine Nichtregulierung reicht nicht. Wir müssen an einer Kultur arbeiten und darüber diskutieren, die alte Einschränkungen, Ängste, Unterstützungsbedarf akzeptiert und die uns darin unterstützt, diese Situation annehmen zu können und auch den Familien natürlich hilft, das machen zu können, so dass auch mit ihnen ein gutes Leben und ein guter Abschluss ohne Suizid möglich erscheint. Das ist schwieriger und erfordert mehr und andere Ressourcen und Veränderungen als Suizidbeihilfe. In meiner Sicht ist es aber auch der spannendere Weg. Vielen Dank. Ja, Herr Tollmein, Sie haben ganz viel über die Gesellschaft geredet. Ich habe aber fast nichts gehört über das Individuum. Und als Jurist schaue ich zunächst mal in unser Grundgesetz. Und in unserem Grundgesetz gibt es Grundrechte. Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes lautet, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Aber aus diesem Grundrecht auf Leben und auch aus sonstigen Verfassungsnormen, insbesondere auch aus der Menschenwürde, folgt keine Pflicht zum Leben. Vielmehr hat jeder das Recht auf den eigenen Tod. Das Selbstbestimmungsrecht ist elementarer Bestandteil der Menschenwürde und aus gutem Grund von Artikel 1 Absatz 1 ganz prominent in unserem Grundgesetz geschützt. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und diese Menschenwürde umfasst auch das Bestimmungsrecht über das eigene Leben, ein Recht auf den eigenen Tod. Deshalb ist das Selbstbestimmungsrecht und nicht das Leben, das höchste von unserer Verfassung geschützte Gut. Das Selbstbestimmungsrecht ist von unserer Verfassung höher geschützt als das Leben. Nur in einer kleinen Fußnote erwähnt, das Recht auf Leben unterliegt einem Gesetzesvorbehalt. Der Gesetzgeber kann das Recht auf Leben einschränken, mit guten Gründen. Aber er kann es einschränken, während die Menschenwürde unverfügbar ist und damit auch das Selbstbestimmungsrecht. Garantenpflichten und auch sonstige Hilfeleistungspflichten dürfen das Selbstbestimmungsrecht und damit auch das Selbstbestimmungsrecht über das eigene Leben nicht einschränken. Aber Selbstbestimmung bedeutet natürlich auch Selbstverantwortung und deshalb bedarf die Selbstbestimmung sowohl der unterstützenden Absicherung als auch der Ergänzung durch das Prinzip der Hilfe. Und aus den Grundrechten resultieren auch Schutzpflichten des Staates. Und damit auch eine Schutzpflicht für das Leben. Und deshalb ist aus juristischer Sicht Selbstbestimmung zum Sterben und Fürsorge zum Leben kein Widerspruch für die Rechtsordnung.
Beides gehört zusammen. Im unauflöslichen Spagat zwischen Recht zur Selbstbestimmung mit der Gefahr der Selbstschädigung einerseits und Schutz und Fürsorge für den Betroffenen mit der Gefahr der Fremdbestimmung andererseits ist das wie viel entscheidend. Man kann nicht schwarz-weiß malen und sagen, nur Selbstbestimmung oder nur Fürsorge sind richtig, sondern beide sind von unserer Rechtsordnung gefordert. Außerdem, aus dem Selbstbestimmungsrecht folgt kein Recht darauf, andere zu bestimmen. Deswegen gibt es von Rechts wegen keinen Anspruch auf Beihilfe zum Suizid oder auch keinen Anspruch auf zur Verfügungstellung von Mitteln zur Selbsttötung. Die Beihilfe zum Suizid muss eine Gewissensentscheidung der helfenden Person sein, sei es ein Arzt, sei es ein Angehöriger oder eine sonstige Person. Aber der Staat braucht gute Gründe, um den Zugang zu Ressourcen in weitem Sinne zu versperren oder zu behindern, die der Suizident für seinen Suizid benötigt. Jetzt komme ich noch einmal zu der Hilfe und zu der Schutzpflicht des Staates. Suizidversuche haben ja in vielen Fällen gar nicht den Tod als Ziel, sondern sind ein Hilferuf von Personen, die sich einem aus ihrer Perspektive nicht zu bewältigenden Problem ausgesetzt sehen. Und zudem begeht der weitaus überwiegende Teil der Suizidenten den suizidalen Akt im Zustand psychischer Krankheit. Der Betreffende handelt also somit nicht frei verantwortlich. Deswegen gibt es für denjenigen, der zu einem Suizidversuch hinzukommt, zunächst mal eine Rettungspflicht. Im Zweifel ist zu retten. Aber daraus folgt auch, dass der Staat für geeignete Verfahren sorgen muss, damit wirklich überprüft wird, ob derjenige, der einen Suizid begehen will, ob er das frei verantwortlich tut, ob er nicht gute Gründe in ihrem Sinne, im Sinne einer medizinischen Indikation hat, sondern ob er frei verantwortlich handelt, ob er die Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen kann. Insofern realisiert sich die staatliche Schutzpflicht in verfahrensförmigen, in Sorgfaltsanforderungen, die dafür sorgen, dass zunächst mal die Freiverantwortlichkeit geklärt wird, dass der Suizident, wenn er denn wirklich stabil den Suizidwunsch hat, dass er diesen Suizidwunsch auch realisieren kann, ohne unzumutbares Leiden, dass er es also mit den richtigen Mitteln tun kann, dass weiterhin kein Missbrauch unter der Decke im stillen Kämmerlein geschieht, sondern dass hier ein transparentes Verfahren durchgeführt wird, dass in unserem Gesetzesvorschlag ein Vier-Augen-Prinzip herrscht, dass also nicht ein Suizidwilliger mit einer Person das im stillen Kämmerlein auskungelt, sondern dass ein Vier-Augen-Prinzip herrscht, dass eine objektive Beobachtung, eine objektive Kontrolle stattfindet, wiederum nicht im Sinne einer medizinischen Indikation, sondern im Sinne der Prüfung von Freiverantwortlichkeit. Deshalb zusammengefasst, für mich steht das Individuum an der Spitze. Die Selbstbestimmung des Menschen über seinen eigenen Körper und über das eigene Leben hat den höchsten Rang. Die Gesellschaft, sprich der Staat, muss dafür sorgen, dass kein Missbrauch getrieben wird und dass die Selbstbestimmung des Betroffenen gewahrt wird, dass kontrolliert wird in diesem Sinne, ob die Selbstbestimmung wirklich ausreichend vorhanden ist, keine psychische Krankheit. Und wenn das der Fall ist, dann ist es von Seiten des Staates hinzunehmen, dass Suizidwillige sich tatsächlich töten, auf der Basis ihres Selbstbestimmungsrechts. Dass gesellschaftliche Maßnahmen flankierend hinzutreten müssen, dass insbesondere auch ein Werbeverbot gelten muss, damit der Suizid nicht als etwas Alltägliches, als etwas Normales dargestellt wird in der Gesellschaft, dass sich Menschen nicht gedrängt sehen, den Suizid als einen Ausweg zu wählen. Und dass insbesondere auch sichergestellt werden muss, dass Suizidwillige Alternativen aufgezeigt bekommen. Alternativen, die in Richtung Lebenserhalt, in Richtung Lebensbejahung gehen. Das ist für uns nach unserem Gesetzesvorschlag selbstverständlich. Die von Ihnen befürchteten und beschworenen Gefahren aus gesellschaftlicher Sicht, diese Gefahren muss man ernst nehmen. Aber diesen Gefahren kann man entgegensteuern, ohne dass man den Suizid verteufelt. Oder, wie Sie es tun, die Beihilfe zum Suizid verteufelt und sagt, das darf nicht sein. Wenn man das anders sieht, dann sorgt man letztlich dafür, dass Menschen, die den Suizidwunsch haben, im Interesse der Verhinderung einer gesellschaftlichen Entwicklung, die befürchtet wird, die an die Wand gemalt wird, dass sie instrumentalisiert werden. Dass sie nämlich für Zwecke anderer, um eine gesellschaftliche Entwicklung zu verhindern, dass sie daran gehindert werden, ihr Selbstbestimmungsrecht zu wahren und
umzusetzen. Nächste. Ja, okay. Ganz kurz, Ihre Position hat ja einen interessanten verfassungsrechtlichen Kunstgriff vorgenommen. Sie haben einfach mal umstandslos den Artikel 1 mit dem Menschenwürdegrundsatz als Selbstbestimmungsrechtsgrundsatz umgewidmet. Das ist nicht zulässig, das wissen Sie auch. Auch wenn Sie Zivilrechtler sind, Menschenwürde ist etwas anderes als Selbstbestimmung, insbesondere als das verkürzte Selbstbestimmungsrecht, das Sie hier beschreiben, das ja nicht mehr ist als ein Selbstentscheidungsrecht unter gegebenen Verhältnissen. Das ist ja eine ganz problematische Geschichte. Hat das eigentlich schon was mit Autonomie und tatsächlich eben mit Menschenwürde zu tun? Ist es so, dass wenn ich jemanden habe, dem ich sage, es gibt leider keine ambulante Versorgung für dich, es gibt keine ausreichende Schmerzmedikation, weil die Sachen, die du bekommst, die helfen dir nicht und andere, die kannst du dir nicht leisten und wir verschreiben sie dir nicht auf zulasten der Krankenkasse. Und dann fragt man ihn, was willst du jetzt? Und er sagt, ja, dann will ich einfach nicht mehr leben. Ist das Selbstbestimmungsrecht? Formal ganz zweifelsohne, weil er das ja selber entscheidet. Er könnte sich ja auch anders entscheiden. Unter dem Stichwort des Menschenwürdegrundsatzes ist das aus meiner Sicht keine freie Selbstbestimmung, weil einfach die Verhältnisse so zwingend sind, dass man diese Person überhaupt nicht zwingen muss. Und ich glaube, das ist der zweite Trugschluss oder das zweite Problem in Ihrer Argumentation. Sie gehen davon aus, problematisch ist ein offener gesellschaftlicher Zwang. Ich gehe davon aus, schwierig und gefährlich ist ein Zwang der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und der wirkt sich nicht aus auf irgendwelche anderen Menschen als die, die den Suizid wollen, sondern der wirkt sich aus auf die, die den Suizid möglicherweise in Erwägung ziehen, die keine andere Option sehen oder nur sehr schlechte Optionen. Ich denke vom Individuum her, ganz genau wie Sie. Ich denke nicht aus irgendeiner religiösen Überzeugung oder sonst was. Ich komme aus dem Diskussionszusammenhang der Gruppe von Initiativen und Gruppen aus der Behindertenbewegung. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade diese Menschen aus dieser Gruppe, die sehr viel mit dem Gesundheitssystem zu tun haben, die sehr viel mit Ärzten zu tun haben, die sehr viel mit der Wahrnehmung in dieser Gesellschaft zu tun haben, was angeblich Leiden ist, was Abhängigkeit ist, wie das realisiert werden kann, dass gerade aus dieser Gruppe, und zwar in Oregon, genauso wie hier in Deutschland und in den Niederlanden, eine ganz scharfe Opposition gegen solche Freigaben kommt. Nicht, weil sie Menschen instrumentalisieren wollen, sondern weil sie für sich selber und für Leute aus ihren Gruppen und für Menschen, denen es ähnlich geht, sehen, dass die instrumentalisiert werden, dass die einem gesellschaftlichen Erwartungsdruck in ihrer jeweiligen eigenen Situation ausgesetzt werden. Herr Taubitz. Also, dann haben wir ja doch zunächst mal einen gemeinsamen Punkt. Wir sind beide der Auffassung, dass zunächst mal die gesellschaftlichen Verhältnisse so sein müssen, selbstverständlich so sein müssen und auch das Gesundheitssystem so ausgestaltet sein muss, dass sich niemand gezwungen fühlt, getrieben fühlt, gedrängt fühlt, veranlasst sieht, einen Suizid zu begehen. Da sind wir völlig einer Meinung. Nur, wenn das im Einzelfall aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, und wenn ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, sagt, ich möchte dieses Leben nicht weiterleben, weil ich es für mich als Menschenwürde unwürdig ansehe, dann darf er das tun. Gut. Ja, ja, gut. So, und jetzt geht es aber um die Frage, wie macht er es? Er kann sich einen Strick kaufen, einen Revolver kann er sich schon nicht ohne weiteres kaufen. Also Sie sagen, er darf sich vor den Zug werfen, er darf sich den Strick kaufen, aber er darf einen solchen hässlichen, brutalen Suizid, der andere mit in das Verderben reißt. Jetzt gerade in einer der Zeitschriften wurde berichtet über einen Lokführer. Ich glaube, im Stern war es jetzt im Neuen. Ne? Ein Lokführer, der sich bitter darüber beklagt hat, dass die Suizidentin, die sich bei ihm vor den Zug geworfen hat, dass sie auch sein Leben zerstört hat. Das sind die Alternativen, die aus ihrer Ansicht übrig bleiben, aber nicht diejenige, dass eine fachkundige Person überprüft, ist es wirklich ein frei verantwortlicher Wille, der sich hier realisiert? Kann ich dieser Person ein Mittel zur Verfügung stellen, das den Suizid ohne Schmerzen, ohne dieses hässliche Umfeld herbeiführt? Das soll nach Ihrer Auffassung nicht zulässig sein, das leuchtet mir nicht ein.
Sie hatten jetzt beide die Möglichkeit, Ihre Position darzulegen. Ich würde gerne für die letzten 5 Minuten noch interessieren, 2 Dinge. Erstens, es gibt ja jetzt, wie sich abzeichnet, 4 Gesetzesentwürfe im Bundestag. Also sozusagen von dem Verbot jeder Art der Suizidhilfe über das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe, das Verbot oder sozusagen eine Regulierung des speziell ärztlich assistierten Suizids mit Sorgfaltsbedingungen bis hin zu einer eben auch Erlaubnis des auch der Suizidhilfe durch Nichtärzte, durch Vereine mit bestimmten Regulierungen. Welche Position unterstützen Sie da? Und die zweite Frage auch, wie stehen Sie zu diesem Aufruf der Strafrechtslehrerinnen, Strafrechtslehrer, der ebenfalls sehr prominent in der Öffentlichkeit war, der gesagt hat, man solle möglichst wenig am Gesetz ändern? Nehmen Sie es mir nicht übel, ich möchte diese Frage so nicht beantworten, weil völlig uninteressant ist, wo ich gesinnungsmäßig mich zu welchem Gesetzentwurf bekenne oder wie ich zu irgendeinem Aufruf von Strafrechtslehrern stehe, zu dem ich schon was geschrieben habe. Das ist nicht der Punkt. Ich würde schon ganz gerne auf das antworten, was Herr Professor Taubitz eben gefragt hat, was meines Erachtens die inhaltliche Debatte ist, die wir hier führen müssen. Hat der Staat die Verpflichtung zu sagen, wenn es Leute gibt, die sich umbringen wollen, dann müssen wir Mittel bereitstellen, dass sie das sauber und clean können? Meines Erachtens hat der Staat diese Verpflichtung nicht und er hat sie bisher auch nicht wahrgenommen. Und wenn man sich die Rechtsprechung beispielsweise des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte anschaut, dann ist er dazu auch eindeutig nicht verpflichtet. Und das ist er mit guten Gründen nicht. Es ist nicht die Aufgabe des Staates zu entscheiden, mit welchen Mitteln sich zum Beispiel jemand wie, ich komme immer wieder darauf zurück, weil das nun ein besonders gut begründeter Suizid aus meiner Sicht war, weil es keine Standardwerte dafür gab, warum sich jemand wie Jean-Amery umbringt. Und ich bin mir ziemlich sicher, Jean-Amery hätte sich nicht zu seinem Hausarzt begeben und gesagt, erfülle ich die Voraussetzungen hier aus dieser Kategorie, und er hätte ihre Voraussetzungen auch nicht erfüllt. Er war nämlich nicht in einem Zustand, in dem hätte man sagen sollen, Sie, Jean-Amery, nicht. Sie müssen die dreckigen Mittel, die hässlichen Mittel, wie Sie es nennen, wahrnehmen. Sie müssen sich vor den Zug schmeißen. Die anderen, die todsterbenskrank sind, die unsere Kriterien erfüllen, die müssen das nicht tun. Nein, das ist nicht der Punkt, und ich frage Sie auch nicht, wie sollen die anderen das denn Ihrer Meinung nach machen? In der Schweiz haben wir die Suizide, wo sich Menschen vor die Bahn werfen. Wir haben diese Suizide in Oregon und wir haben diese Suizide in den Niederlanden und in Belgien. Das ist nicht die Frage der Alternative. Wir haben aber auch Menschen, die sich anders umbringen. Das ist nicht die Frage, die ich beantworten kann, die ich beantworten möchte. Es gibt Schauspieler, die sind ins Meer gegangen und sind ertrunken. Es gibt welche, die haben sich von einem Berg gestürzt. Das ist nicht meine Diskussion. Ich möchte nicht, dass es eine ärztliche Handlung wird. Das ist mir wichtig, dass es integriert wird in ein Kranken- und Gesundheitsversorgungssystem, das ansonsten viele Leistungen, die lebenswichtig sind, nur sehr unzureichend und schlecht erbringt. Und ich denke auch, dass das eine wichtige Position ist. So. Ich habe auch nicht davon gesprochen, dass der Staat die Pflicht hat, das genau so zu regeln. Und deswegen ist es ja aus guten Gründen so, dass im Bundestag fraktionsübergreifend diskutiert wird und dass es verschiedene Gesetzesentwürfe gibt, über die man dann im politischen Prozess diskutieren muss. Ich habe ja auch gesagt, dass Selbstbestimmung und Fürsorge aus dem Blickwinkel des Rechts keine Gegensätze sind, die unversöhnlich sind, sondern dass beide eine Rolle spielen müssen und dass es um die Frage des Wieviel auf der einen oder auf der anderen Seite geht. Und insofern ist es ein politischer Prozess, der geführt werden muss. Niemand anderes als unser Parlament hat das Recht und die Pflicht, in dieser für die Gesellschaft so wichtigen Frage eine Entscheidung zu treffen. Punkt. So. Und dann noch ein letztes, Menschenwürde und Selbstbestimmungsrecht. Selbstverständlich gehört das Selbstbestimmungsrecht unauflöslich zur Menschenwürde. Das können wir mit... Ja, das ist auch ein Unterschied. Ja, es ist aber der zentrale Aspekt der Menschenwürde. Wir können es auf Kant zurückführen, dann sind wir bei den Philosophen, bei den Ethikern. Wir können es auf Dürich, einen der größten Rechtsdogmatiker, zurückführen. Wir können es auf das Verfassungsgericht zurückführen, die sogenannte Objektformel. Niemand darf zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. So, und er wird zum Objekt staatlichen Handelns gemacht, wenn sein Selbstbestimmungsrecht, wenn sein Wille nicht zählt. Punkt. Dann machen Sie ihn doch auch zum Objekt staatlichen Handels, und die Gruppe der Menschen, die ihre Kriterien nicht erfüllen. Die bleiben ja, wir haben ja immer eine Schnittmenge, wo man sagen muss, für die wollen Sie keinen Suizid haben. Und das ist dann von der Objektformel ganz genauso, wäre davon erfasst. Ich halte das für eine Fehlinterpretation der Objektformel an diesem Punkt, die hier meines Erachtens so keine Anwendung finden kann. Gut.
Gut. Wir diskutieren jetzt aber zunächst mal die Grundsatzfrage. Beihilfe zum Suizid, ja oder nein? Wir sind noch gar nicht bei den Einzelheiten und über unseren Gesetzesvorschlag. Da kann man an verschiedenen Punkten trefflich streiten, ob wir da nicht zu restriktiv sind, ob wir das Selbstbestimmungsrecht nicht viel stärker, viel nach der reinen Lehre gewissermaßen hätten verfolgen sollen. Das sind aber Einzelheiten, über die wir jetzt im Moment noch gar nicht streiten, sondern die Frage, darf der Staat Ärzten diese Aufgabe übertragen, vorbehaltlich der Gewissensentscheidung des einzelnen Arztes, oder soll der Staat, so wie Sie es sagen, den Ärzten verbieten, Suizidbeihilfe zu leisten? Natürlich darf er es, aber er muss es nicht und er soll es auch nicht. So, muss es nicht, sind wir einig, soll es schon. Sie sehen, warum wir mit den Juristen begonnen haben, diese Streitgespräche. Die Juristen machen das sehr lebendig. Ich danke beiden ganz herzlich.